Wann kommt was? Ich finde die Forschungsprojekte im Moment total wichtig. Die schauen, was machen wir mit dem nächsten Finanzcrash? Und vielleicht führt uns Corona da ja noch hin. Und wie können wir dann eben Politikvorschläge machen, die nicht dazu führen, dass wir wieder das alte System nochmal zupflastern und dem nochmal stützen zur Seite springen, sondern wirklich sagen, nee, jetzt machen wir es so, dass das Soziale und Ökologische im Vordergrund steht. Und da braucht es schon, glaube ich, sehr gute politische Vorbereitung, aber natürlich auch in dem Moment dann eine Klarheit von einer ausreichenden Menge Menschen, die sagen, nee, das andere machen wir nicht mehr mit. Und jetzt mal ganz in Berlin betrachtet, die Fridays for Future-Bewegung war wahnsinnig wichtig, um überhaupt die Ernsthaftigkeit der Thematik oder eine Handlungsnotwendigkeit herzustellen. So eine Wirtschaft kann nicht regenerativ funktionieren. Ja, so eine Wirtschaft wollen wir auch gar nicht mehr haben. Dann wollen wir eine ganz andere Wirtschaft haben. So, und deshalb, ich glaube, so dieser Mix zwischen die Deutungshoheit der alten Geschichten richtig offensiv anzuschießen und zu sagen, es ist nicht mehr unsere Story. Wir wissen, dass die zerbrochen ist. Und gleichzeitig die neue Geschichte erzählen, worum geht es uns wirklich? Ne? Was ist das Wesentliche? Raus aus dieser Schuldzuweisung und aus dem, wir dürfen ja nichts mehr, hin zu, hey, das ist ja einfach anders und das probieren wir jetzt mal aus. Und dann aber natürlich unbedingt immer in den politischen Raum zu signalisieren, wir wollen diese Form von Engagement und wir wollen, dass hier eine Ehrlichkeit einkehrt und wir möchten auch gemeinsam daneben Einschnitte, wie wir es heute vielleicht empfinden, tragen. Wenn wir sie fair gestalten, sind wir dazu auch bereit.